Rentiert sich das denn finanziell? Oder würden Sie sich gerne noch eine Kleinigkeit dazu verdienen? Wie denn? Sie bräuchten mir bloß einen kleinen Gefallen zu tun. Du bist sowas von selbstgerecht. Und du bist die berechnendste Person, die mir je untergekommen ist. Komm, hör auf, mir hier irgendwas vorzuspielen. Du hast es doch die ganze Zeit nur darauf abgesehen, die Kinder gegen mich aufzuhetzen. Denk doch, was du willst. Du wirst mich jedenfalls nicht von ihnen fernhalten. Na, Überraschung gelungen? Tina, wann und wie? Oliver. Oliver, das ist jetzt eine ganz dumme Situation. Lasst euch nicht stören. Ich kann dir das erklären. Das ist eine Katastrophe. Wie ist er denn überhaupt reingekommen? Und er hat einen Schlüssel, was fragst du denn? Also irgendwie komme ich mir vor, als wäre ich gerade beim Seitensprung erwischt worden. Ach, ich könnte mich ohrfeigen. Wieso muss ich auch aus unserer Liebesgeschichte ein Geheimnis machen? Zuerst wollte ich dich ja anrufen, aber dann dachte ich mir, nein, ich überrasche dich lieber. Nein, kannst du nicht hinbleiben. Mal sehen. Simon wird sich schon melden, wenn ihm die Arbeit im Hotel über den Kopf wächst. Echt? Das ist ja super. Ich hab dich so vermisst. Ja. Ich hab dich auch vermisst. Mama. Sind Elisabeth und Arno gar nicht da? Nee, die sind im Schneiders. Aber willst du deine Tasche nicht mal reinholen? Natürlich. Ich hab Chantalie und Olivenbrot mitgebracht. Oh, lecker. Tja, ist das mal wieder schön hier zu sein. Hat sich ja gar nichts verändert. Mm-mm. Erwartest du noch jemanden? Gibt es da einen Verehrer, von dem ich noch nichts weiß? Nee. Ach, das Essen, das erzähle ich dir später. Okay. Mann, ich freue mich so, dich zu sehen, das glaubst du gar nicht. Martin, na endlich. Wie war es bei Marie? Sie hat mich rausgeworfen. Und Silvia gleich mit. Was wollte die denn im Label? Na was wohl? Sich bei Marie einschmeicheln. Du, ich kann nichts dafür. Also sei so nett und lass es bitte nicht an mir aus. Entschuldige, Liebes. Es war geschickt von Silvia, mit Marie zu reden, bevor ich es getan habe. Jetzt stehe ich erst recht dumm da. Du, ich hab dir schon letzte Woche geraten, den Kindern die Wahrheit zu sagen. Vorwürfe sind genau das, was ich jetzt brauche. Ja, was soll ich denn machen? Dich bedauern? Du bist doch selber schuld an dem ganzen Schlamassel. Ich muss unbedingt mit Felix reden. Was meinst du, wie er reagieren wird? So ähnlich wie Marie. Ja, ich weiß, ich habe es nicht besser verdient. Schön, dass du mich abholst. Ich war ja gerade in der Nähe. Und hier sind wir wenigstens ungestört. Gab's Stress? Ach, auf Schönberg reden momentan alle nur von meiner Mutter und das nervt mich langsam. Willst du nicht mehr wissen, was damals los war? Im Endeffekt ändert das doch eh nichts. Sie hat sich damals verpisst. Und die Show, die sie jetzt abzieht, ich weiß auch nicht. Traust du ihr nicht? Mein Vater hat mich noch nie belogen. Natürlich glaube ich ihm mehr als Silvia. Die beiden waren voll in Aktion. Deine Tante Poppen mit deinem Schwarm? Ich glaub's nicht. Ich muss mal kurz in den Keller eine Kiste Wasser holen. Passt ihr kurz auf, dass keiner abhaut, ohne zu zahlen? An mir kommt keiner vorbei. Danke, Andi. Na
schlaf garantiert schon länger mit den beiden. Wieso steht sein Aftershave in ihrem Badezimmer? Nee. Aber die hat schon seit Wochen nichts mehr in Richtung neuer Partner unternommen. Warum wohl? Stopp. Hast du schon bezahlt? Zeig mal die Quittung. Was soll denn das jetzt? Dann setzt du dich jetzt dahin und wartest, bis die Chefin zurück ist. Sag mal, hörst du schwer? Als Türsteher könntest du echt Karriere machen. Keine schlechte Idee. In dem Job lernt man eine Menge Mädels kennen. Du hast schon eine Freundin. Das ist ein Grund, aber kein Hindernis. Zum Glück weiß Lukas nicht, dass ich in ihn verliebt bin. Das wäre mir so tierisch peinlich. Jule, der Typ hier schon bezahlt? Ja. Gut, du kannst gehen. Wie sieht's aus? Lässt es zum Dank ein Bier springen? Aber sicher. Oliver, bekommst du auch eins? Ja. Das ist so eine Sauerei von Charlie. Du hättest eh nicht bei ihm landen können. Lukas mag mich, das weiß ich. Olli, ich mag dich auch. Trotzdem landen wir nie im Bett. Wie sieht's aus? Komm, wir trinken das Bier noch aus und dann gehen wir in irgendeinen Tuntenladen und du reißt dir was Neues an. Ich werde deinen Auserwählten auch nicht vor der Nase wegschnappen. Versprochen. Und Franziska hat jetzt auch einen neuen Freund. Mhm. Ist mit Andi zusammen. Habe ich dir das nicht geschrieben? Andi. Oh, ist das der, der dich geküsst hat? Ja, genau der. Und Franzi steht voll auf den, warum auch immer. Ihr seid grundverschieden. Wieso solltet ihr denselben Männergeschmack haben? Ja, aber dass sie sich ausgerechnet ihn aussucht. Was ist denn mit Alexa? Ist sie glücklich mit Felix? Ja, ich denke schon. Ich sehe sie halt kaum noch. Dann war das wohl nicht das erste Mal heute Abend, dass sie eine Verabredung abgesagt hatte. Nein. Wieso schaust du dich denn nicht mal nach einem neuen Freund um? Ach nee. Nicht jeder ist so untreu wie Christian. Ja, aber ich fühle mich ja eigentlich ganz wohl allein. Also wenn ich mal wieder versetzt werde. Ach, und Gabriella und Arno und Elisabeth, die sind in letzter Zeit so komisch drauf. Manchmal kam ich mir richtig überflüssig vor. Hey, aber jetzt bin ich doch da. Ich werde dich nicht eine Sekunde allein lassen, versprochen. Ich kann auf einer Cocktailparty abends um 11 kein Kalua mehr da sein. Tja, soweit wie ich das verstanden habe, danke dir. Hat Angelos Vertretung eben keinen Schlüssel zum Vorratskeller. Hallo. Hallo. Na, habt ihr einen netten Abend gehabt? Oh, es ging so. Und du? Wie war's mit Alexa und Franziska? Ja, die beiden hatten was Besseres vor. Auch unsere ganze Arbeit war umsonst? Naja. Aber es ist halb so schlimm, weil ich habe nämlich viel netteren Besuch bekommen. Na, Wendt. Nein. Was, du hast Lara gestern auch abgesagt? Ja, es ging nicht anders. An Anis Maschine ist der, ich weiß nicht, wie das heißt, aber auf jeden Fall ist das Ding mitten auf der Straße stehen geblieben. Lara ist bestimmt stinksauer. Ach Mann, das klappt hier nicht. Du bist echt eine Flasche. Oh, guten Morgen zusammen. Morgen, Paps. Morgen, Herr von Weinbach. Felix, hast du einen Moment Zeit? Hm? Ja, okay, dann gehen wir einfach schon mal frühstücken. Hm? Was machen wir mit Lara? Das ist alles überprüft. Ich kann mir schon denken, worum es geht. Willst du mir sagen, wie ich mich gleich beim Meeting zu verhalten habe? Das schaffst du auch ohne Verhaltensregeln. Och, ich geb's so auf. Shit. Komm, lass mich mal. Danke. Es handelt sich um Silvia. Du willst, dass ich aufhöre, euch über eure Trennung auszuquetschen, stimmt's? Ich weiß, es war blöd, auf der Sache rumzureiten. Es tut mir leid. Du musst dich dafür nicht entschuldigen. Ja, doch. Es war damals eine blöde Situation für euch. Besonders für dich. Ich weiß, Onkel Bernd mit Silvia und... Ja, Felix, es sind damals Dinge passiert, und es war nicht immer ganz so, wie ich es dargestellt habe, bisher. Nochmal von vorn. Der Schlüssel zum Vorratskeller war verschwunden? Ja, und deswegen ist Ihr Neffe zu Ihnen gefahren, um den Ersatzschlüssel zu holen. Dr. von Lenkt, wie nett Sie zu sehen. Kennen wir uns? Ja, Lukas Roloff. Wir haben uns doch bei einem Anwaltskongress getroffen. So? Ja, vielleicht trinken wir mal ein Gläschen zusammen. Ich bin öfter hier. Das Lokal gehört meiner Lebensgefährtin. Sie sind mit Frau Schneider befreundet? Ja, ein bisschen mehr.
Jetzt erinnere ich mich an Sie. Wie geht es Ihnen? Sind Sie noch bei... Beinbach-Holomidia? Nein, ich möchte mich beruflich neu orientieren. Aber vielleicht unterhalten wir uns mal in aller Ruhe. Aber natürlich. Wir haben hier übernachtet? Ja, was hätte ich denn tun sollen? Ihr Neffe hat sich ja nicht mehr blicken lassen und ich hatte keinen Schlüssel für die Eingangstür. Ich habe doch meine Handynummer, weshalb haben Sie nicht angerufen? Das habe ich getan, aber Ihr Handy war ausgeschaltet. Oh, das kann natürlich sein. Ja, das war so. Was ist denn los? Oliver ist nicht mehr ins Bistro zurückgekommen. Der Kellner musste hier übernachten, weil er keinen Schlüssel hatte. Was ist denn mit Oliver? Hast du mit ihm gesprochen? Nein, er ist heute Nacht nicht nach Hause gekommen. Um Gottes Willen, hoffentlich ist nichts passiert. Nein, mach dir keine Sorge. Julia hat ihn im No Limits gesehen. Mit seinem Freund Andy. Der ist bestimmt bei ihm. Ich melde mich. Charlie! Wissen Sie eigentlich, was Sie mir mit Ihrem dämlichen Streich eingebrockt haben? Ich könnte doch nicht ahnen, dass Oliver Sie hier einfach sitzen lässt. Ja, warum habe ich mich bloß von Ihnen dazu überreden lassen, den Schlüssel zu verstecken? Ich glaube, weil Sie 100 Euro ganz gut gebrauchen konnten. 200, Erschwerniszulage. Na gut. Ich wollte damals immer nur das Beste für Marie und dich. Papa, was willst du mir eigentlich sagen? Setz dich doch bitte. Ja, okay. Silvia hat vor 18 Jahren einen Versicherungsbetrug begangen. Sie wollte die Reederei retten. Aha. Was hat das jetzt mit Marie und mir zu tun? Die Versicherung ist damals misstrauisch geworden. Irgendwann blieb mir nichts anderes übrig als... als Silvia anzuzeigen, sonst hätte ich mich selbst strafbar gemacht. Du hast meine Mutter angezeigt. Hm. Und dann? Ja, dann musste sie für 4 Jahre ins Gefängnis. Ich dachte auch, dass es glimpflicher ausgehen würde. Sie ist gar nicht mit Onkel Bernd durchgebrannt, sondern saß im Knast? Ja, ich wollte Marie und dich nicht weiter belasten. Schön, dass ich das jetzt auch mal erfahre. Ihr wart damals noch so klein und... Und was? Und wenn ihr gewusst hättet, dass eure Mutter im Gefängnis sitzt, dann... Du hast dich von ihr scheiden lassen, als sie noch im Gefängnis saß. Ah. Wieso hast du nicht zu ihr gehalten? Sie hatte sich damals für Bernd entschieden. Nach ihrer Haftentlassung ist sie dann in die USA gegangen. Was mit dir und Marie war, hat sie nicht mehr interessiert. Dabei hätte sie jederzeit vorbeischauen können. Schließlich hatte sie Besuchsrecht. Warte mal. Ich glaube, das ist gerade ein bisschen zu viel für mich. Ich muss erst mal raus. Dann hast du also gut geschlafen. Ja, super. Endlich mal kein Hotelgast, der sich morgens um 7 bei mir beschweren will. Das Hotel ist doch genial. Was gibt's denn da zu meckern? Ach, alles Mögliche. Der Wasserhahn läuft, die Eier sind zu weich oder zu hart, der Sand nicht fein genug, die Sonne zu heiß, das Wasser zu kalt. Morgen. Hi. Möchtest du auch von dem köstlichen Olivenbrot? Nee, danke. Ich habe vor dem Joggen schon gefrühstückt. Nicht mal wenigstens probieren? Ist echt lecker. Nein, danke. Okay. Nimm's nicht persönlich. Sie ist schon seit ein paar Wochen so drauf, aber warum, weiß kein Mensch. Was hast du denn vor? Och, kommt ganz drauf an, wozu Lara Lust hat. Ich muss zur Schule. Irrtum, du bist entschuldigt. Ich habe beim Direktor angerufen. Was? Das ist ja klasse. Naja, wenn ich schon mal hier bin. Ja, die Post. Ich gehe schon. Danke. Wieso sagt ihr eigentlich nicht, was passiert ist? Morgen. Morgen. Ich habe ein Einschreiben für Frau Brandt. Gabriella will es nicht. Ja. Du dürftest es eigentlich auch gar nicht wissen. Ah, danke. Unternehmen was Schönes mit deiner Tochter, hm? Ich werde mir was einfallen lassen. Oh, mein Kopf explodiert gleich. Ist ja auch kein Wunder nach 9 Gin Tonic und 4 Bier. So viel habe ich doch nicht getrunken. Ach, ruf Fabio an, der wird's dir bestätigen. What the fuck ist Fabio? Der Typ, mit dem du die halbe Nacht rumgeknutscht hast. Komm, verarscht mich. Nein, du hast ihn in den Club aufgerissen. Aha.
Wie sah der aus? Du hast ihn die ganze Zeit Lukas gelernt. Oh. Aber ich hab dir noch nicht meine Nummer gegeben, sag bitte nein. Ich konnte dich gerade noch davon abhalten. Danke, du bist ein echter Freund. Ja, ich kenne sowas. Will man nur ein bisschen Spaß haben und plötzlich wird man die Frau nicht mehr los. Ist ja ganz schön anstrengend sein, so begehrt zu sein wie du. Du sagst es. Auch einen Kaffee? Nee, danke. Ach, Tom fand es übrigens nicht so prickelnd, dass du heute hier geschlafen hast. Ich wollte einfach nicht zu Lukas. Verstehe. Hast du dich eigentlich sehr gelangweilt, während ich mit diesem Fabio... Nee, überhaupt nicht. War richtig gute Stimmung in diesem Tuntenladen. Da könnten wir ruhig öfter mal hingehen. Ich entdecke hier ganz neue Seiten an dir. Ach, das tapfere Schneiderlein. Sieh Spaßvogel, ist Oliver da? Ja, kommen Sie doch rein. Danke. Guten Morgen. Ach nee. Oliver, es tut mir alles so schrecklich leid. Du wusstest genau, dass ich in Lukas verliebt bin. Ach, wenn ich doch geahnt hätte, was in dir vorgeht. Was denn? Naja. Lass mal. Ich komme schon damit klar. Es gibt noch genug andere Männer. Mach's gut, Nina. Du auch. Hey, willst du nicht langsam mal auspacken? Ich wollte eigentlich heute wieder abreisen. Was? Ich dachte, das... Ach, und der Zug, der geht direkt. Ja, das ist gut. Ja, okay, danke. Ja, Punkt 16 Uhr geht's los. Du willst wirklich schon heute fahren? Mhm. Aber nur mit dir. Wir zwei fahren für ein paar Tage nach Sylt in Mams Haus. Natürlich nur, wenn du Lust hast. Wie? Das ist kein Witz? Oh, ja. Nina, du bist die Beste. Ich weiß. Wer hat eigentlich die Scheidung eingereicht? Das habe ich dir doch gesagt. Sie behauptet das Gegenteil. Ich verstehe nicht ganz. Muss das sein, Felix? Sie hat gesagt, dass du die Scheidung eingereicht hättest. Ja, letztendlich habe ich auch die Scheidung eingereicht. Aber sie war diejenige, die sich scheiden lassen wollte. Jetzt kapiere ich auch, warum du so gegen meinen Job am Set warst. Du wolltest mich von meiner Mutter fernhalten. Danke fürs Herbringen. Willst du noch einen Kaffee? Nein, nein, ich muss wieder ins Bistro. Der Kellner ist jetzt schon seit 20 Stunden da, der arme Kerl. Ich kann nur noch an dich und... Das macht dir also doch etwas aus. Warum bist du denn nicht ehrlich, Oliver? Charlie, ich habe kein Problem damit. Und was ist jetzt mit Lukas? Da habe ich mir nur was vorgemacht. Ich habe gedacht, wenn ich einen neuen Freund habe, dann komme ich schnell über Tom hinweg. Wenn das so ist. Und jetzt löst den armen Kellner ab. Ja. Ach, Charlie, kennst du vielleicht jemanden, der eine Wohnung zu vermieten hat? Willst du hier ausziehen? Ich bin Lukas und den anderen schon viel zu lange auf die Nerven gegangen. Ich kann mich mal umhören, aber von heute auf morgen wird es nicht klappen. Halb so schlimm. Wozu hat Jule eine Pension? Oliver, ich habe mir schon solche Sorgen gemacht. Wieso? Mir geht's prima. Tschüss, Charlie. Wie ist's gelaufen? Naja, er hat es besser aufgenommen, als ich dachte. Aber er will hier ausziehen. Ach, wie schade. Warum musste er sich auch ausgerechnet in mich verlieben? Hast du auch nichts vergessen? Hm, und wenn schon. Auf so viel genug Geschäfte. Nina, der Zug fährt gleich. Ja, Moment noch. Hallo, ich gehe jetzt einkaufen. Soll ich euch irgendwas mitbringen? Nein, danke. Okay. Ich hol schon mein Taxi. Ja. Ach, geht's gleich los, ja? Mhm. Wenn wir den Zug nicht verpassen. Das wirst du schon nicht. Komm her. Oh, viel Spaß, ja? Ja, werden wir haben. Hallo. Hallo. Hey, was macht ihr denn hier? Hatten Andi und Felix keine Zeit? Sorry wegen gestern. Es war nicht okay, dich hängen zu lassen. Ja. Vergeben und vergessen. Ja. Echt?
Und warum warst du heute nicht in der Schule? Ja. Ja, ihr müsst los. Das Taxi ist gleich da. Wo willst du hin? Nach Sylt. So. Hallo, ihr zwei. Mit meiner Mutter. Hm. Hallo. Tja, die nächsten Tage werdet ihr wohl ohne mich verbringen müssen. Ob Felix wirklich zum Meeting kommt? Vielleicht hat er den Termin mit Lutz Entertainment vergessen. Oder er ist bei Silvia. Wahrscheinlich erzählt sie ihm gerade irgendwelche Schauermärchen und versucht, ihn über die Mitleidstour für sich zu gewinnen. Die Herren Lutz und Hult sind jetzt da. Führen Sie sie bitte in den Konferenzraum. Ja. Glaubst du, es gelingt ihr, Felix auf ihre Seite zu ziehen? Dein Sohn weiß, wohin er gehört. Soll ich dich bei Herrn Lutz entschuldigen? Das wäre noch schöner. Komm. Darf ich Ihnen Herrn Rütt vorstellen? Guten Tag. Lutz, Herr Rütt, wie laufen die Geschäfte? Ich kann nicht klagen, danke. Ja, wunderbar, dann können wir gleich anfangen. Ach, darf ich Ihnen meinen Sohn Felix vorstellen? Er schnuppert zurzeit ein bisschen in die Firma rein. Herr Lutz, Herr Rütt. Nett, Sie kennenzulernen. Gleichfalls. Hallo. Ja, dann nehmen Sie doch bitte Platz. Wenn du nicht in die Pension willst, kannst du gerne hier bleiben, bis du eine Wohnung gefunden hast. Danke, lass mal. Charlie hat mir erzählt, dass du... Meine Tante übertreibt gerne, das weißt du. Oliver, falls ich dir irgendwann mal Hoffnungen gemacht haben sollte, dann tut mir das leid. Aber bei uns bleibt doch alles beim Alten, hm? Sicher. Kommst du allein zurecht? Ich bin mit Charlie verabredet. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Danke. Wiedersehen. Gut, dann drehen wir den Piloten und warten die Marktforschung ab. Einverstanden. Gut. Beatrice? Ja, ich würde Sie gerne noch mit unserem neuen Pressesprecher bekannt machen. Gute Idee. So. Ja, das war das erste Meeting für meinen Sohn heute. Ich gratuliere zu Ihrem Sohn. Er wird ein würdiger Nachfolger werden. Danke, ich denke das auch. Ja, kommen Sie mit. Ja. Felix, ich hatte schon Angst, dass ich nichts mehr mit dir zu tun haben will, weil du meine Mutter in den Knast gebracht hast. Das habe ich dir doch erklärt. Du bist immer der Größte für mich gewesen. Der nie Fehler gemacht hat. Der, dem ich immer vertrauen konnte. Du hast mich jahrelang belogen. Ach, Felix. Hör auf. Ich will deinen Mist nicht mehr hören. Und den würdigen Nachfolger, den kannst du dir sonst wohin stecken. Ich will niemand so werden wie du.